In den Krankenhäusern liegt ein immer größer werdender Anteil an Geimpften. Das bedeutet, die Impfung ist komplett für den Hugo. Retten kann uns nur noch Pferdeentwurf. Lüge nicht, du, der du dich an der Statistik vergangen hast. Denn du begehst die Sünde des Prävalenzfehlers. Unlängst hat eine Grafik für Aufsehen gesorgt, die zeigt, dass in Deutschland bei den über 60-Jährigen fast die Hälfte aller Menschen, die wegen Covid im Krankenhaus liegen, geimpft sind. Und das beweist vor allem zwei Dinge, nämlich dass der Schutz, den ich durch die Impfung bekomme, sehr gut ist und dass unser Bauchgefühl, wenn es um Statistik geht, ein Trottel ist. Wir gehen in ein deutsches Krankenhaus und schauen, wer dort herumliegt. Und da sehen wir, dass wenn wir nur die über 60-Jährigen betrachten, dort in etwa gleich viele Geimpfte wie Ungeimpfte liegen. Das klingt beunruhigend, aber schauen wir uns die Gesamtsituation an. Bei den über 60-Jährigen beträgt die Impfquote in etwa 90%. Das bedeutet, von 100 Personen dieser Altersgruppe sind 90 geimpft und 10 ungeimpft. Und jetzt kommt das Virus. In beiden Gruppen erkranken Menschen so schwer, dass sie ins Spital müssen. Die tatsächliche Hospitalisierungsrate ist uns jetzt einmal egal. Hier geht es nur ums Verhältnis. Sagen wir, bei den Ungeimpften würden 2 Personen im Spital landen. Und auch bei den Geimpften erkranken 2 so schwer, dass sie ins Krankenhaus müssen. Was ist jetzt die Situation? Wenn ich ins Krankenhaus schaue, dann sehe ich all diese Menschen nicht. Ich sehe nur, dass da gleich viele Geimpfte wie Ungeimpfte liegen. Skandal! Aber von den Ungeimpften sind in dem Fall 20% im Spital gelandet, von den Geimpften lediglich etwa 2,2%, also deutlich weniger. Obwohl also von beiden Gruppen gleich viele im Spital liegen, sieht man, wenn man die Impfquote nicht ignoriert, dass die Geimpften viel besser geschützt sind. Denn würde die Impfung nicht schützen, dann wäre das Verhältnis gleich. Dann hätten wir bei den Geimpften nicht 2 Hospitalisierte zu erwarten, sondern 18. Das war jetzt mit leicht vereinfachten Zahlen gerechnet, damit das Ganze anschaulich bleibt. Aber wenn man es mit den genauen Zahlen aus dem aktuellen RKI-Wochenbericht berechnet, kommt man auf das gleiche Verhältnis. Viel intuitiver, als auf die Belegung der Betten zu schauen und dann mühsam herumzurechnen, ist es, sich direkt die Impfeffektivität anzusehen. Und da sieht man, dass auch Menschen über 60, hier in Orange, einen guten Schutz vor Hospitalisierung haben. Und ein guter Schutz ist schon mal gut, aber so richtig top wird er nach der dritten Dosis. Dazu verlinke ich in der Beschreibung von YouTube ein Video meines persönlichen Lieblingsimmunologen, Professor Dr. Carsten Watzel. Zusammen wie immer mit allen Quellen. Wir fassen zusammen. Wenn man hört, dass in den Krankenhäusern ein immer größer werdender Anteil an Geimpften liegt, dann klingt das verständlicherweise alarmierend, ist es aber nicht, weil das vollkommen aussagelos ist, solange man den Prozentsatz an Geimpften nicht mit einberechnet. Da hilft es, sich in Erinnerung zu rufen, dass in einer Welt, in der sich alle Menschen die Schutzimpfung holen würden, auch 100% der Hospitalisierten geimpft wären. Nur gäbe es dann halt insgesamt viel weniger davon, sodass man nicht mehr von einer Pandemie sprechen müsste. Das wäre doch was! Also, zu Recht sind Forscher angepisst, wenn du die Impfrate vergisst. Drum ziehe schleunigst in Erwägung, nicht bloß zu schauen auf Bettbelegung.